halbe Million Menschen werden im Universitätsklinikum Graz jährlich versorgt. Einer davon ist Patient Mehmet Demir. Es soll ein Tumor aus seinem Magen entfernt werden. Ja, ich habe vor zwei Wochen ein Magenbild bekommen. Ich war zum ersten Aufnahme. Dort ist ein Spiegel gemacht und sagte, ein Tumor ist drin. Ja, sie hat das ein Stück rausgenommen und die Probe. Wegen deshalb heute doch morgen nicht so passiert. Als junger Mann kämpfte Herr Demir in seiner Heimat Türkei für die Rechte der Kurden. Er wurde gefangen genommen und ging drei Wochen in Hungerstreik. Seit damals hat er Probleme mit dem Magen. Und das seit mittlerweile 20 Jahren. Wir wollen jetzt diesen Tumor mittels Magenspiegelung markieren, damit wir, wenn wir morgen operieren, von außen diese Stelle sehen können und damit wir das auch laparoskopisch mit der Knopflochchirurgie, ohne einen großen Schnitt zu machen, entfernen können. Wir geben Ihnen auch eine kleine Spritze, damit Sie das alles nicht mitbekommen. Ja, gut. Also, dann fangen wir an. Ein hormonproduzierender Tumor ist ein Schleimhautgewächs, der autonom Hormone produziert, und diese Hormone können unterschiedlich aktiv werden, und es sind unterschiedliche Hormone drinnen, und eine genauere Typisierung bzw. Spezifikation wird dann durchgeführt, wenn wir den gesamten Tumor entfernt haben. Herr Demir hat schon unzählige Magenspiegelungen hinter sich gebracht. Er weiß, was auf ihn zukommt. Angenehm wird es nicht. Sie werden ein bisschen müde jetzt, gell? Bisschen müde. Wir warten noch. Keine Angst. Die Untersuchung ist nicht schmerzhaft, aber es ist unangenehm. Unangenehm deswegen, weil man über den Rachen den Schlauch hineinschieben und da sind natürlich die Schluckreflexe, der Patient möchte schlucken, beziehungsweise gleichzeitig kommt es zu einem Würgereflex. Und mit diesen Medikamenten versuchen wir, diesen Würgereflex runterzudrücken, und dann ist das Vorschieben des Endoskops viel einfacher und für den Patienten auch nicht so unangenehm. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben relativ viel gegeben. Herr Demir, perfekt, sehr gut gemacht. Jetzt ist es schon soweit. Im Landeskrankenhaus Graz muss Patient Mehmet Demir eine Gastroskopie über sich ergehen lassen. Dank der Sedierung spürt er kaum Schmerzen. Nur der Anfang der Untersuchung ist unangenehm. Sehen Sie das? Hier. Bei 4 Uhr genau das da. Das scheint diese Stelle zu sein. So klein. Jetzt werden wir diese Stelle mit der Tusche markieren, damit wir morgen während der Operation das besser sehen. Von der Lage her ist es natürlich nicht so einfach. Aber falls wir morgen das laparoskopisch nicht sehen sollten, bräuchten wir dann eine Wedge-Resection. Ja. Über den Schlauch wird jetzt eine Spritze eingeführt, um den Tumor farblich markieren zu können. Jetzt spritzen bitte. Jawohl, das reicht. Nadel hinein. Nadel raus. Ein Milliliter. Wir sind gleich fertig. Wir haben unsere Mission erfüllt. Diese Stelle markiert. Langsam vor. Vorschieben. Jawohl, hier ist diese Stelle. Das lassen wir jetzt in Ruhe und gehen langsam zurück. Herr Demir, Sie haben gut überstanden. Perfekt. Gut gemacht. Wir haben oberhalb und unterhalb Tusche injiziert in das Gewebe. Diese Tusche wird man auch von außen sehen können, wenn wir morgen laparoskopisch operieren. Und somit werden wir eine limitierte, begrenzte Entfernung der Magenwand durchführen unter Miteinnahme dieses Tumors. Und dann wird das mikroskopisch untersucht. Herr Demir, wie geht's? Danke. Ja? War unangenehm? Nein. Ja, okay. Gut. Danke. Jawohl, wir sehen uns dann auf der Station. Danke schön. Herr Demir
Patient mit dem Magentumor führt schon seit Jahren einen Imbissstand in Graz. Jetzt muss seine Frau noch mehr als sonst im Geschäft mithelfen. Dazu kommt noch die große Sorge um den Ehemann. Ja, das ist traurig schon. Die Doppelbelastung und die Sorge um die Gesundheit ihres Mannes sind oft zu viel für Frau Delia. Zu oft schon war Mehmet Demir im Krankenhaus. Die letzte schwere OP war vor 4 Jahren. Er hat schon das Krebs gehabt. Und schauen wir mal, nach dem Operieren was kriegst, weiß nicht genau. Und dann zuerst mal hat schon die Frau Doktor hat schon gesagt, das ist böser Krebs und ja. Weiß nicht. Muss man warten, was bekommen, ne? Währenddessen bereitet sich Dr. Selman Uranus auf die Operation vor. Der Plan ist, dass der Eingriff laparoskopisch in sogenannter Schlüssellochtechnik durchgeführt wird. Von der anatomischen Lage ist etwas schwierig. Schwierig, dorthin zu gelangen. Es ist an der Hinterwand des Magens und weiter oben. Wir werden sehen, ob wir laparoskopisch auch diese Operation durchführen können. Der Patient ist auch voroperiert. OP-Schwester Margret arbeitet heute an der Seite des Chirurgen. Seit 20 Jahren übt sie jetzt schon diesen Beruf aus. Langweilig war der Job noch nie. Es gibt sicher eure Stresssituationen, aber auch nach 20 Jahren hat man noch Stress ab und zu. Wenn Polytraumen reinkommen oder schwere Unfälle, wo man nicht weiß, was ist jetzt. Aber funktioniert dann. An mehreren Stellen werden in der Bauchwand Schnitte für die laparoskopische Operation gemacht, durch die die Instrumente angeführt werden. Gas aufdrehen, bitte. So, jetzt haben wir eine Plastikhülse in den Bauchraum hineingebracht. Über diese Plastikhülse tun wir CO2-Gas in den Bauchraum hinein insufflieren. Dadurch erhebt sich die Bauchdecke von Eingeweide und somit gewinnen wir einen Raum, wo wir uns mit unseren Instrumenten bewegen können. Im Universitätsklinikum Graz wird der Magentumor von Herrn Demir entfernt. Doch der Weg dorthin ist schwerer als ursprünglich angenommen. Das Zwerchfell ist im Weg. Das ist jetzt der Magen, den wir herausziehen. Wir sehen, dass der Zwerchfellbruch sich wiederholt hat und ein Teil des Magens wieder in den Brustkorb hinaufgerutscht ist. Eigenartigerweise hat der Patient von Seiten des Zwerchfellbruches, der sich jetzt wiederholt hat, kaum Beschwerden. Das ist auch der Grund, dass wir in diesem Bereich nichts gemacht haben. Auch die Entfernung des Tumors selbst wird kein Spaziergang, denn er liegt an einer schwer zu erreichenden Stelle. Er ist in dieser Gegend, wo die dunkle Markierung sichtbar ist. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir den Magen öffnen an dieser Stelle und von innen unter Sicht diesen Tumor entfernen und dann wieder verschließen. Plan A ist eher, ohne zu öffnen, in geschlossenem Zustand das sind Gefäße. Von innen kann man die Tumore entfernen, wenn sie nur auf die Schleimhaut beschränkt sind. Und dieser Tumor war, man hat ja von außen auch gesehen, bis zur äußersten Schicht des Magens infiltrierend bzw. hineingehend. Deswegen war notwendig, dass die gesamte Wand entfernt wird. Ein weiterer Arzt wird hinzugeholt. Während Dr. Uranus von außen den Tumor lokalisiert, macht seine Kollegin mittels Gastroskop Bilder von innen. Die beiden treffen einander an beiden Seiten von Herrn Demirs Magenwand. Weiter hinauf. Ja, da ist er. Was? Nein, nein. Jetzt, ich drücke da. Schau. Warte jetzt. Das ist genau hier. Ich bin immer nervös bei jeder Operation. Es muss eine gewisse Aufregung da sein, damit man die Leistung hervorbringen kann. Und wenn man zu sehr auf die leichte Schulter nimmt, dann können Fehler passieren. Zurück bei der Tumorentfernung. Mit diesem Instrument tun wir jetzt diesen Tumor
wegschneiden und gleichzeitig den Magen verschließen. Doch der Eingriff ist tückisch. Zweimal entfernt der Chirurg Teile des Tumors. Doch ein Rest bleibt zurück. Der Arzt muss umdisponieren. Ich werde das händisch exzidieren, nicht mit Endostapler. Die Endoskopie würden wir noch ein bisschen brauchen, bis wir sicher sind, dass wir es heraus haben. Kannst du zu mir kommen? Aufgrund der Lage hat sich der Tumor nicht in die Klammernahtreihe hineinbringen lassen. Und nach dem zweiten Versuch muss man gestehen, dass das mit dieser Methode nicht funktioniert. Doch auch bei der zweiten Methode gibt es Tücken. Ein kleines Gefäß, welches blutet und uns die Sicht verschlechtert. So, wieder erledigt. Der Arzt hat es geschafft. Der gesamte Tumor konnte entfernt werden. Dieser wird untersucht, fotografiert und sofort zur weiteren Untersuchung in die Pathologie geschickt. Das ist die Tinte, die wir gestern gespritzt haben. Das gesamte Gebiet haben wir eigentlich entfernt. Schwester Erika, ist das das Gefäß? Ja. Der Läufer ist schon verständigt, hat seine Nike-Schuhe schon angezogen. Gut. Dann vielen Dank allseits. Einen Tag nach der Tumoroperation besucht Dr. Selman Uranus seinen Patienten auf der Station. Dr. Demir, wie geht's? Danke. Wie war die Nacht? Haben Sie gut geschlafen? Ja, alles okay. Ich habe gehört, Sie haben Kopfschmerzen. Ja, Kopfschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen. Ist jetzt besser geworden mit dem Medikament? Nach der Besserung ist es besser. Die Laborwerte sind wirklich in Ordnung, als ob man gar nichts gemacht hätte. Und wir sind eben deswegen sehr zufrieden. Heute bekommen Sie nur Tee und Suppe, eine leichte Kost, und ab morgen wird es dann wieder halbwegs normale Nahrung geben. Ja? Lassen Sie mal den Bauch anschauen. Schwester Rath. Dieses Drehen werden wir dann morgen oder übermorgen entfernen. Von Ihrer Voroperation, die Narben, haben wir nicht wirklich einhalten können, weil das eine andere Operation war. Und tut der Bauch weh? Gut, schaut sehr gut aus. Ja, die Wundheilung beginnt erst jetzt. Natürlich muss er in der ersten Woche sehr vorsichtig sein und er wird auch dementsprechend Diätessen bekommen. Wir sollten auch die Diätassistentin dementsprechend informieren. Und die ersten paar Wochen wird er sich schonen und dann kann er wieder zu seiner normalen Tätigkeit nachkommen. Mehmet Demir hat die erneute Magenoperation zum Nachdenken gebracht. Der Geschäftsmann will seine Lebensweise ändern und kürzer treten. Ja, Geschäftsarbeit, ich glaube nicht nachher. Es geht ja nicht mehr. Leider nicht. Ich muss von der Stress ein bisschen. Das kommt viel von der Stress, glaube ich. Ich habe immer so läuft. Aber jetzt schauen wir dann, weiß nicht noch genau. Aber wir müssen leben auch, ne? Irgendwie arbeiten.